Diese Bilder wird Nina Fuchs nie vergessen. Im April 2013 in einem Gebüsch mit zwei fremden Männern. Also hier irgendwo in dem Gebüsch, die genaue Stelle weiß ich leider nicht mehr, bin ich damals aufgewacht vor 6 Jahren. Ich kann mich nicht mehr so gut erinnern. Ich habe nur so vereinzelte, sehr verschwommene Bilder im Kopf. Ich weiß noch, dass auf alle Fälle mir die Unterhose in den Kniekehlen hing und auch zwei Männer anwesend waren. Aber mir fehlt wirklich so der Zusammenhang. Es ist irgendwie nicht irgendwie so ein Film, den ich vor mir sehe, sondern wirklich nur so ganz vereinzelte, verschwommene Bilder. Nina feiert in einer Diskothek in der Nähe des Münchner Maximiliansplatzes, erzählt sie uns. Dort habe man ihr vermutlich K.O.-Tropfen ins Glas getan. Bis heute könne sie sich nicht mehr erinnern, wie sie in das Gebüsch gekommen ist. Ist sie allein durch den Park gegangen oder hat sie den Club bereits in Begleitung verlassen? Zuerst habe Nina die verschwommenen Bilder nicht richtig deuten können. Erst bei der Untersuchung in einer Frauenklinik beginnt sie zu verstehen. Vor allem, weil mir da auch mal bewusst wurde, dass ich eben durch den Blackout ja gar nicht weiß, was in der Zeit passiert ist und wie viele Männer da involviert waren. Und der Moment, wo ich das irgendwie realisiert habe, der war echt ganz, ganz schlimm. Also das war wie so ein Schock. Haben die Männer aus dem Gebüsch Nina zuerst K.O.-Tropfen verabreicht und später vergewaltigt? Nina erstattet Anzeige. Bei der damals 30-Jährigen können Gerichtsmediziner Spermaspuren sicherstellen. 5 Jahre gibt es keine Spur. Doch dann erfährt sie, die Polizei konnte anhand von DNA-Spuren einen Tatverdächtigen ermitteln. Doch die Staatsanwaltschaft stellt das Verfahren ein, da eine Verurteilung in ihren Augen unwahrscheinlich sei. Ich habe mich auch sehr alleingelassen gefühlt von unserem Rechtsstaat eigentlich. Ja, war schon auch im ersten Moment sehr verzweifelt. Ninas Anwalt Reinhard Köppe vertritt mehrere Vergewaltigungsopfer. Er kann die Entscheidung der Staatsanwaltschaft nicht nachvollziehen. Sie hat Flecke an den Armen und Beinen gehabt, die dafür sprechen, dass jemand festgehalten worden ist. Letztendlich kommt entscheidend aus meiner Sicht dazu, dass sie in einem Gebüsch an einem offenen öffentlichen Platz, dem Maximiliansplatz, aufgewacht worden ist mit heruntergezogener Unterhose. Das macht man halt nicht, wenn man einvernehmlichen Geschlechtsverkehr hat. Vor allen Dingen lässt der Partner einen dann in der Regel auch nicht in dem Gebüsch vor einem Club liegen. Nina legt Beschwerde gegen die Entscheidung der Staatsanwaltschaft ein und startet eine Petition. Sie fordert, dass der Tatverdächtige vor Gericht gestellt wird. Fast 93.000 Menschen unterstützen sie. Die Schwierigkeiten im vorliegenden Fall sind zum einen, dass hier möglicherweise K.O.-Tropfen im Raum standen, was bei der Hauptzeugin zu den fehlenden Erinnerungslücken führte. Der Täter schweigt auf der anderen Seite. Ob im Endeffekt das dann für eine Anklageerhebung ausreicht oder nicht, das muss allerdings die Gesamtabwägung zeigen. Wenn fehlendes Erinnerungsvermögen des mutmaßlichen Opfers dazu führt, dass keine Anklage erhoben wird, wäre das ein fatales Zeichen an die Öffentlichkeit, sagt Strafrechtsexperte Thomas Etzel. Ich kann nicht sagen, ja, kann sich schlecht erinnern und deswegen kommt der Täter immer frei. Das wäre ja im Prinzip ein Freibrief für Vergewaltigung durch K.O.-Tropfen, weil das Opfer kann sich typischerweise eben nicht erinnern. Nina Fuchs gibt nicht auf. Sie möchte, dass sich ihr mutmaßlicher Vergewaltiger vor Gericht verantworten muss. Ob es dazu kommen wird, das hat der zuständige Staatsanwalt bisher noch nicht entschieden.